Mit europäischen Fußballstadien kennen wir uns ja mittlerweile ganz gut aus, aber wie ist es auf der ganzen Welt? Wie ist es in Amerika, in Asien, in Australien vielleicht? Keine Ahnung. Deswegen spielen wir heute eine neue Runde GeoGuessr. Wir versuchen Stadien zu erraten, wie gesagt, auf der ganzen Welt. Ihr habt hier meinen Challenge-Link in der Videobeschreibung, das heißt, ihr könnt mitzocken, gegen mich antreten, gegeneinander antreten. Und jetzt starten wir rein. Auf geht's. Wir spielen übrigens No Moving, das heißt, logischerweise, wir können uns nicht bewegen. Und das hätte uns hier wahrscheinlich geholfen, oder? Das hätte uns hier wahrscheinlich geholfen. Stadion Nummer 1. Blaue Sitze, wir haben... Oh, ist das asiatisch? Ich drehe mich jetzt zuerst mal um und gucke nicht aufs Stadion, weil das Stadion mir auf den ersten Blick nicht so viel sagt. Für mich sieht das zunächst mal ein wenig asiatisch aus. Wir haben auch Palmen und sowas. Schauen wir uns doch nochmal das Stadion an. Finden wir hier irgendwas... was uns weiterhelfen könnte. Also blau vielleicht. Ich weiß, dass es, also in Indien gibt es Fußballstadien. In Malaysia gibt es Fußballstadien. Also es gibt wahrscheinlich in jedem Land Fußballstadien, aber es müsste ja ein relativ großer Verein sein, der hier so ein Stadion hat. Insofern, Indien, die haben ja mal versucht, den Fußball ein bisschen zu pushen. Ich weiß gar nicht, wie das damit aussieht. Also keine Ahnung, ob das noch aktuell ist oder nicht, aber auch dieses Haus hier, das sieht nicht europäisch aus, ne? Sieht nicht europäisch aus. Das sieht auch alles nicht unbedingt amerikanisch aus, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht könnte man es hier nach Skyline eventuell erkennen. Aber das finde ich kompliziert, direkt zu Beginn mal. Das finde ich kompliziert. Aber genau wegen solcher Stadien spielen wir das, ja? Genau wegen solcher Stadien spielen wir das, ja? Haben wir hier irgendwas, was da drauf steht? Nur die Nummern? Okay. Hilft uns nicht. Kennzeichen. Ja, kann man ganz, ganz, ganz ein bisschen was sehen, ne? Könnten amerikanische Kennzeichen sein, wenn man sich die so anguckt. Auch Palmen. Also wenn USA, nee, ich glaube nicht, dass es die USA sind. Das ist alles ein bisschen zu, ja, bisschen zu pilkig irgendwie. Ein bisschen zu runtergekommen ist. Ja, doch, vielleicht einfach ein bisschen zu runtergekommen, oder? Für die USA. Auch da hinten, das sieht irgendwie alles nicht so wirklich amerikanisch aus. Ich glaube, bleibe ich bei Indien vielleicht? Indien könnte natürlich sein. Können wir sehen, wo die Sonne ist? Wenn die Sonne da ist, dann ist die Sonne tatsächlich im Norden. Sofern der Kompass korrekt ist, dann ist es ja nicht Indien. Dann ist es vielleicht eher Indonesien, Jakarta. Auch in Indonesien spielt man natürlich Fußball. Ich weiß nicht, wie viel Fußball hier gespielt wird. Aber da gibt es natürlich auch eine Skyline. Warte mal, wenn wir uns... Lass uns einfach mal sagen, das ist Jakarta, dann müsste die Skyline im Südosten sein. Und wir wären dann, ja, keine Ahnung, hier irgendwo. Also hier müsste dann irgendwo ein Stadion sein. Hier ist ein Sportcenter. Das ist es aber nicht. Ich gucke jetzt in Jakarta, ohne wirklich zu wissen, ob wir tatsächlich da sind. Guck mal hier zum Beispiel das Jakarta International Stadium. Da ist das International Stadium. Dann müsste hier, da geht eine Straße lang, da geht eine Abzweigung lang. Ja, es könnte irgendwie passen, ne? Aber da müsste hier so ein Platz sein irgendwie. Nee, das ist nicht Jakarta. Also ich lasse den Pin jetzt erstmal hier. Wobei, das könnte schon sein hier hinten, ne? Das ist, aber da müssen wir hier auch einen Fluss haben und so. Also eher nicht. Skyline im Südosten. Ja, haut halt irgendwie auch nicht so wirklich hin. Insofern Jakarta wahrscheinlich nicht, aber... immerhin haben wir jetzt schon mal was eingeloggt, das ist schon ein bisschen was wert. Aber viel was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Vielleicht Colombo oder Colombo, wobei auch da... ich weiß nicht, ob die in Sri Lanka ein Stadion haben. Ein großes Fußballstadion, es muss ja ein Fußballstadion sein, es sind ja Footballstadions hier. Insofern, weiß ich nicht. Philippinen, Indonesien, also wenn ich bei Asien bleibe, dann müsste das ja hier in der Ecke sein. Also... das hier fliegt raus. Indien kann das nicht sein. Wenn wir der Sonne vertrauen, ne? Wenn wir der Sonne vertrauen. Ich schaue trotzdem nochmal nach Mumbai rein. Auch hier gibt es ja sicherlich irgendwo ein Stadion. Ja, sieht irgendwie nicht richtig aus, ne? Es sieht irgendwie nicht richtig aus. Finde jetzt auch das Stadion nicht. Mumbai glaube ich aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich bleibe einfach bei Jakarta.
Schauen wir hier nochmal rein. Ich glaube, ich bleibe einfach bei Jakarta und bin dann sehr gespannt, wo wir tatsächlich sind. Das ist ein Indoor-Stadium. Auch das eher nicht. Wisst ihr was? Ich drücke jetzt einfach mal auf Guess. Ich habe noch 23 Sekunden Zeit. Ich glaube nicht, dass ich noch was Besseres finde. Komm schon. Wenn das die USA sind, dann weiß ich auch nicht. Okay. Mit Asien war ich richtig, aber es ist nicht Indonesien, es ist Hanoi tatsächlich. Es ist tatsächlich Hanoi. Hier, ja, das sieht auch deutlich richtiger aus, ne? Logischerweise, weil es auch richtig ist. Okay, immerhin den richtigen Kontinent getroffen. Ist auch schon mal ein bisschen was wert, aber 3000 Kilometer, das ist schon ein Stück. Das ist schon ein kleines Stück. Okay, next. Was haben wir hier? Interessant. Könnte es Vigo? Das würde dann für... Oh, die Latte. Die Latte ist durchgebrochen. Das ist nicht gut. Zunfter. Videmar. Decomar. Also definitiv Spanisch. Ponte wieder. Concello de Vigo. Ja, also wenn da Concello de Vigo steht, ist das vielleicht die Flagge von Vigo. Ich hätte natürlich noch mal gerne irgendwo das Wappen von Celta Vigo und da ist es. Ich glaube, hier sind wir dann relativ schnell durch. Hier sammle ich meine ersten 5000 Punkte. Hoffentlich. Jetzt muss ich natürlich erstmal Vigo finden. Ich bin, was Spanien angeht, da ist es doch schon. Was die spanische Geografie angeht, bin ich nur so mittelgut. Aber das ging noch relativ fix. Jetzt lassen wir mal schnell das Stadion finden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist aber kein Stadion. Ne, guck mal, hier steht RC Celta. Das wird's doch wohl sein, oder? Aber mir fehlt hier nur das Stadion bisher. Oder noch, nicht bisher. Ich klicke jetzt da erstmal hin, aber das wird's nicht sein. Ich muss noch mal ein bisschen genauer gucken. Was haben wir hier? Das könnte ein Stadion sein. Campo Football ist auch hier. Noch so ein Campo, aber es sind alles keine Stadien. Stadien, ne? Alles keine wirklichen Stadien. Was haben wir hier? Auch nicht. Da. Überall so viereckige Rasen-Dinger. Wird es eben so vollmundig angekündigt, dass es so jetzt meine ersten 5000 Punkte sind. Aber. Man muss es halt erstmal auch noch finden, ne? Hier ist wieder Campo de Football. Die haben viel zu viele Campos de Football. Wenn ich ehrlich bin, Campo. Noch so ein Campo. Nächster Campo. Was ist das hier? Campo de Football. Junge, die Spanier sind ja absolut fußballverrückt, ey. Aber tell me something new. Campo de Football. Vigo. Achso, ja, das werden wohl irgendwelche Wasserclubs sein, nehme ich mal an. Wasserclubs, was auch immer das ist. Ich meine so Schiffclubs, Bootclubs, sowas in die Richtung. Campo de Sampaio. Tja. Ja, das kann es halt alles nicht sein. Da sind ein paar Hütten drumrum, aber auch hier, das sind ja mehrere Fußballplätze. Das ist ja so ein, es müsste ja so ein Stadion sein. Müsste ein Stadion sein. Campo de Mina. Ich glaube, was ist hier? Oh mein Gott. Estadio Abanza Balaidos. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber das ist das einzige. Uff, 20 Sekunden noch auf der Uhr, jetzt ist es schon wieder passiert. Ich meine im letzten Video, oder nee, im vorletzten Video schrieb schon jemand in die Kommentare, dass es ja schon ein wenig komisch sei, dass ich dann innerhalb der letzten 20 Sekunden immer wieder dann doch noch den richtigen Ort finde. Jetzt ist es schon wieder passiert. Naja, 5000 Punkte eingesammelt, 7 Meter entfernt, das nehmen wir definitiv mit. Next Round. The Regency Security Stand. Das ist Norwich, oder? Das ist das Norwich Wappen. Scheint irgendwie ein Konzert zu sein. Ja, Norwich City, da oben haben wir es. Also auch diese Runde ist dann wieder relativ einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eher jetzt ein bisschen südamerikanische Stadien oder sowas haben. Und ich meine, Norwich, das ist keine sehr große Herausforderung. Die größte Herausforderung, was das angeht, ist jetzt halt wieder zu finden, wo Norwich ist. Donde está Norwich? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt ein bisschen die Karte studieren müssen und dann melde ich mich wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich Norwich gefunden habe. Da ist es! Das ging dann doch irgendwie relativ schnell. Haben sich hier auch ihr Stadion schön ausgeschildert auf der Karte? Ich hoffe doch.
Waterloo Park. Vielleicht auch nicht. Hier ist es doch. Carrow Road. Jawohl. Da ist es. Ich klicke mal genau hier auf den Pin. Ich denke, das dürfte dann hoffentlich passen. 59 Meter tatsächlich immer noch entfernt. Aber komm, die 5000 Punkte trotzdem eingesammelt. Norwich City, haben wir gefunden. Next Round. Komm. Das ist noch nicht die letzte. Das ist die vorletzte hier. Oh, und das ist wieder ein bisschen schwieriger. Eieieiei. Guck mal hier, was ist denn das da hinten? Da ist ein Stadion direkt nebenan noch, oder? Oder irgendwie eine Trabrennbahn oder sowas. Wahrscheinlich ein Fußballstadion. Was steht da hinten? Kann man ganz knapp nicht lesen. Die Farben schwarz, weiß, rot. Irgendwie ist das Bild ein bisschen glitchy, aber ist okay. Was steht da? Marathon-Tunnel oder so. Also die Jungs hier, die sehen dunkelhäutig aus. Wir haben Palmen. Also Marathon. Wir schreiben auf jeden Fall mit lateinischer Schrift. Also wenn ich mir die Jungs hier angucke, dann würde ich erstmal auf Afrika tippen. Wobei. Naja, kann ja trotzdem immer noch überall sein. Ich würde ja gerne lesen können, was hier steht. Es scheint auch ein relativ gut entwickeltes Land zu sein. Würde mir zumindest dieses verglaste Gebäude hier hinten sagen. Könnte mir sowas wie Südafrika vielleicht vorstellen, in die Richtung, auf wegen der Palmen und sowas. Allerdings, auf der anderen Seite, Südafrika hat sich natürlich, was Fußball angeht, während der Weltmeisterschaft ordentlich weiterentwickelt, was Stadien angeht. Ich glaube nicht, dass die Stadien, zumindest größere Stadien in Südafrika, in Anführungsstrichen, noch so aussehen. Deswegen vielleicht doch eher nicht Südafrika. Also mit den Farben hier kann ich nichts anfangen. Guck mal, die sind auch alle schwarz. Zumindest so braun, ne? Ja, ganz schwierig anhand der Menschen jetzt festzumachen, auf welchem Kontinent wir sind. Man kann es versuchen, aber es ist schwierig. Vielleicht eher so. Ich meine, das könnte auch Brasilien sein, meinetwegen. Es könnte auch Kolumbien sein. Auch in Kolumbien leben viele schwarze Menschen. Ich guess jetzt nicht anhand des Stadions, sondern anhand der Hautfarbe der Menschen, die hier rumlaufen, was es auch nicht unbedingt leichter macht. Also diese Farben hier, die kenne ich, also wenn wir in Brasilien sind, dann sollten das die Farben von Sao Paulo sein, aber das Stadion in Sao Paulo sieht anders aus, also das ist nicht das Stadion in Sao Paulo. Ich würde ja gerne mal ein Vereinswappen oder sowas sehen. Ich weiß nicht, ob ich Richtung Afrika gehen soll. Kann auch Indien sein natürlich, ne? Wobei, die Jungs sehen nicht aus wie Inder. Was steht da? Ich würde so gerne lesen können, ne? Ich würde so gerne... Start, steht da Start? Wenn da wie Start steht, dann wäre es ja so ein bisschen wie Holländisch, dann wäre es ja ein bisschen Afrikaans. Und dann können wir das für Südafrika sprechen. Palm, Südafrika, dann müsste das im Süden sein. Cape Town, George. Ich gehe, glaube ich, einfach mal nach Südafrika rein. Ja, never ever. Nein, Cuff Country Club war das sogar. Dann klicke ich lieber nochmal hier in die Mitte. Und schau vielleicht mal hier rein nach Gebera. Am Ende ist es eh Kolumbien oder Brasilien oder sowas. Hier, das könnte es doch sein. Das ist das Galvandale. Es sieht gar nicht danach aus, ne? Es sieht ehrlich gesagt gar nicht danach aus. Ich drück mal auf Guess. Es ist. Ja, kannst du mal sehen, ne? Es war. Das war wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall Trinidad und Tobago. Das war wahrscheinlich das Nationalstadion von Trinidad und Tobago. Da. Hazley Crawford Stadium. 2 Punkte! Ich habe eben noch gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen schwieriger als Norwich. Habe ich bekommen. Ja, okay. Trinidad and Tobago. Next. Eieieiei. Ganz schwierige Sache hier. Und das ist dann wieder ein wenig... einfacher. Wir sind hier, Wiesla. Wiesla Plock kenne ich. Könnte also Plock sein, statt in Polen. Wiesla von 1906. Ich schau direkt mal rein. Wo ist ein Plock wahrscheinlich an der Wiesla? Da.
Ist hier direkt, nee, das ist ein Zoo. Ich schaue direkt mal in das Stadion rein und gucke, ob das von der Ausrichtung her passen könnte, bevor ich mir das alles hier genau angucke. Da ist ein Stadion. Stadion Mieski. Das würde hinhauen, aber ich irgendwie sieht das nicht richtig aus. Und das ist auch ein schönes neues Stadion und der Ort da passt irgendwie nicht so ganz. Das polnische Nationalstadion ist das nicht. Das sieht anders aus. Ich klicke jetzt erstmal hier rein, dieses Mieski-Stadion. Das, guck mal hier, das Wisla Plock. Könnte ja das hier sein, ne? Guck mal hier, wir gucken Richtung Nordosten. Haut nicht ganz hin, ne? Haut nicht ganz hin. Wisla Plock. Welcher Club heißt denn noch Wisla? Steht hier noch irgendwo irgendwas? Finden wir noch irgendwas? Krakau. Wisla Krakau gibt's auch noch. Krakau ist da. Krakau ist da. Schauen wir doch einfach mal. Da ist ein Stadion. Nee, da ist Klub Sportowy, also nicht das Stadion, sondern einfach nur der Club. Wisla Krakau, wo haben wir... Krakau übrigens eine tolle Stadt, da ist ein Stadion. Kommt das hin? Stadion Krasowil... Ist Wisla Krakau von... Nee, das ist auch ein anderer Verein, meine ich. Biergacza... Krakau ist das. Da ist das Stadion. Ich glaube, das müsste es sein, oder? Mieski. Das ist das Mieski. Ich hoffe, das ist richtig. Ich klicke jetzt einfach mal schon mal hier in die Mitte. Wir sind. Na komm, hier sind wir eher. Wir gucken nach Nordosten. Das passt. Und der Rest passt auch. Ich glaube, das müsste dann das hier sein. Ein anderer großer polnischer Verein mit EM-Stadion. Es wird ja ein EM-Stadion gewesen sein. Fällt mir nicht ein, deswegen drücke ich auf Guess. Und das ist richtig, jawohl, 12 Meter entfernt. Ja, und die Summary sieht so aus. Insgesamt sind es 15.500 Punkte. 3 davon waren relativ einfach. Das waren die 3 europäischen. Wie gesagt, mit europäischen Stadien kennen wir uns aus. Ja, aber die anderen beiden waren halt sonst wo. Einmal Vietnam, einmal Trinidad und Tobago. Ganz kompliziert. Bin gespannt, ob einer von euch eines dieser Stadien irgendwie hinkriegt. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Oder wenn ich das Video hochlade, ist es wahrscheinlich wieder Abend. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, was vielleicht eventuell wieder ein FM-Video sein wird. Schauen wir mal. Bis dann.